Ein Film von Oliver Durke und Tim Grunendahl. Es fehlt Desinfektionsmittel in Krankenhäusern, in Arztpraxen. Es fehlt auch Schutzkleidung für Ärzte. Klar, das Zeug wird ja nicht mehr in Deutschland hergestellt, sondern in China. Und da steht alles still. Und die Vorräte, die es gab, zum Beispiel an Atemschutzmasken, die haben Privatpersonen aufgekauft für sich oder weil sie ein Riesengeschäft gewittert haben. Das Produkt ist so beliebt, dass manch einer das 10er-Pack Atemschutzmasken für 999 Euro anbietet.